Folge 8, Let's Play World of Warcraft. Wir haben dabei den Kundran und die GV. Ja, und heute haben wir uns viel vorgenommen, denn wir werden mal wieder eine Instanz machen. Und ich dachte schon, du wärst eingeschlafen, weil 8 Sekunden nichts von dir kam. Nein, ja, ich muss so nochmal in mich gehen, hallo. Ach so, okay. Außerdem merkt man das ja eh nicht, weil die ersten paar Sekunden sowieso weggeschnitten werden, du Hammel. Meldest du an? Ich melde an, jo. So, wir melden random an, weil wir haben festgestellt, wenn wir das tun, kriegen wir A, einen Ranzen, was uns ja schon bewusst war, richtig? Yay! Yay! Und vielleicht ist da was Brauchbares drin. Und zum Zweiten können wir ausschließlich gerade nur für Höhlen des Wehklangs anmelden. Und da wir die noch nicht gezeigt haben, optimal. Außerdem gibt es Zusatz-XP. 3000. Richtig. Und ich bin als Heal einmal drin. Ja, ich bin Ten. Kennt man ja schon. Und wir haben heute auch ein Thema, ein Diskussionsthema. Oh Gott, und ich weiß es noch nicht, Ich genau, finde, das gefällt mir nicht. Kundran weiß noch nicht, worum es geht. Ich mache einfach nicht mit. Sobald wir drin sind, werde ich es verkünden. Ich mache einfach nicht mit, glaube ich. Die Leute, die wahrscheinlich das Video zu dem Zeitpunkt anklicken, die werden schon sehen, welches Thema es ist, weil es ja immer in der Beschreibung drin steht. Ja, ja. Von daher, alle wissen es, nur Kundran weiß es nicht. Das ist ganz schön unfair. Kann ich nicht gutheißen, hier sind Quests. Warum kann ich hier einen abgeben? Eine Quests. Ich kann da auch einen abgeben. Wahrscheinlich draußen angenommen. Woo! 5 Quests in Dungeons erledigt. Yeah. Hat der hier noch einen Buff? So. Gibt er noch? Nein, gibt er nicht. Also, das Thema, worum wir heute ein bisschen reden werden, ist Kindheitstraum. Und zwar Traumberuf in dem Bezug. Und zwar hat es damit. Ja, der Traumberuf man damals als Kind vielleicht mal gehabt hat. Vergiss übrigens nicht zu looten. Ja, wir haben Bell gedreht. Und zwar, Gott. Was wolltest du als Kind denn schon immer werden? Gab's da irgendwas? Hast du irgendwas zu erzählen? Ich glaube, als Kind war es noch echt langweilig bei mir. Weil ich tatsächlich immer als. Ich war ja schon immer sehr interessiert für Mathe und das konnte ich ja immer am besten. Und deswegen war bei mir, ich habe ja auch erst 2 Semester Mathe studiert, war bei mir eigentlich am Anfang klar, hey, ich werde irgendwas in Richtung Mathe machen. Und da, gut, ob man das dann als Traumberuf bezeichnet, weiß ich nicht, aber Mathematik. Ja, richtig. Richtig. Also da. Ja, hab ich. Okay. Hab ich den zweiten auch gelootet? Ne, den zweiten habe ich nicht. Hier sind gleich 3 Stück nämlich. Oha. Ja, ich hatte tatsächlich irgendwie, hatte mich nur Mathe interessiert und für mich war irgendwie relativ schnell klar, ich würde wahrscheinlich irgendwie in der Bank versauern irgendwann. Das ist eigentlich, erst nachdem ich jetzt mit 20 mein Studium gewechselt habe, hat sich das eigentlich geändert. Ja stimmt, du hattest ja zuerst ein ganz anderes Studium. Richtig, ich habe ja erst Mathe studiert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, Mathe ist irgendwie, hat dir zwar immer Spaß gemacht und war jetzt auch irgendwie nicht so schlecht, aber wo müssen wir eigentlich lang? Ich glaube, lass uns erstmal, hier oben lang, hier oben ist der erste Boss. Okay. Ja, das heißt, da war für mich eigentlich am Anfang, dachte ich mir, okay, sowieso Bank. Irgendwie ein langweiliger Traumberuf. Eigentlich. Das stimmt. Und jetzt ist es ja eher so in die Richtung gegangen. Irgendwie war es dann zwischendurch. Beziehungsweise ist es eigentlich momentan so ein bisschen Motorsport irgendwo hin. Wäre momentan cool. Was studierst du jetzt genau? Produktionstechnik. Also prinzipiell werde ich Ingenieur und kann alles machen, was irgendwie ein Ingenieur tut. Also eigentlich ist der. Ja. Och, ich werde die ganze Zeit gesneakt. Ja, halt Ingenieur. Eigentlich mehr in die Produktion, was ich jetzt studiere, allerdings kann man damit tatsächlich ja eigentlich alles machen. Aber wie unspektakulär das doch bei dir war, dabei hat man doch normalerweise ganz andere Ziele, zum Beispiel Feuerwehrmann oder Taille mit Leder. Ist hier irgendein Lederträger oder warum machen da viele Bedarf drauf? Keine Ahnung, ich mach keinen Bedarf. So, gab's den Boss da unten noch? Oder ist nee, der ist nicht mehr. Ja, doch. Nee, oder? Wir müssen ist hier unten lang. Wir müssen hier lang, ja. Okay, ich weiß nicht mehr, ob nee, oder Feuerwehrmann, Polizist oder irgendwas Heldenhaftes. Ich war immer der Schisser. Der Schisser?
Ich war immer der Schisser. Ich bloß nichts brechen und nicht wehtun und da hätte man sich ja verletzen können bei. Ich wollte immer Radiomoderatorin werden. Ja, bist du ja jetzt fast. Ja, genau, richtig. Weil es im realen Leben direkt nicht funktioniert hat, dachte ich mir, alles klar. Was ist denn Let's Plays machen? Ist das nicht das reale Leben? Es ist auf jeden Fall kein Beruf in dem Sinne. Das machen wir ja doch hier mehr aus Lust und Laune. Ich wollte gerade sagen, wir und bei uns jedenfalls nicht, aber das sagen nicht allen. Also. Ich habe damals immer als kleines Kind, habe ich mir immer meine Hörspielkassetten genommen, also so leere, und habe dann angefangen, Radiosendungen mir auszudenken. Habe ich dann vor den Fernseher gehockt. Dann lief da meistens MTV. Es war noch alles so, da haben die noch alle nur auf Englisch gesprochen auf MTV. Da gab es ja noch gar keine deutsche Ausstrahlung von. Aber ich habe mir dann immer so Lieder genommen, was lief da so Michael Jackson und so ein Kram. Ja, und dann fing ich immer an, diese Lieder aufzunehmen und dann habe ich den Fernseher auf lautlos gestellt und habe das nächste Lied angekündigt. Das war immer so mein Traum damals. Heute weiß ich, alles klar. Das muss man tatsächlich auch ein bisschen damit betrachten, dass eigentlich jeder reden kann. Theoretisch, glaube ich, könnte diesen Beruf jeder machen mit ein bisschen Übung. Das weiß ich nicht. Aber du brauchst natürlich auch so eine gewisse Rundfunk-Bla-Erfahrung und kannst das natürlich auch nochmal studieren und na. Ich glaube, Moderator selbst kannst du nicht studieren. Am Ende bin ich ganz normaler Assistant bei GameStop geworden. Aber gut, die Träume, die lässt man halt nie aus den Augen. Und ich bin ja auch erst 25. Stimmt, selbst zur Ausstrahlung der Folge immer noch. Ja. So jung wäre ich auch gern nochmal. Du bist doch gerade erst 26 geworden. So jung wäre ich auch gern nochmal. Sag mal, bist du gar kein Tank? Doch, aber der Parler hat hier Fury an und macht mehr Aggro dadurch. Und ich bin auch zu faul, es ihm zu schreiben. Na egal, was soll's. Macht ja nichts. Der hat sein Heal automatisch und... So ist das. Ja, da dachte ich, das Thema wäre eigentlich super spektakulär, weil man ja meist immer total von der Realität wegdriftet. Tatsächlich? Ja, tatsächlich, ja gut. Ja, also dein Wunsch ist ja relativ realitätsnah und eigentlich ja sogar relativ leicht zu erreichen, sage ich Findest mal. Findest du? Ja, doch. Also gut, was heißt relativ leicht? Ich meine, wenn ich sehe, was für einen Verschleiß zum Beispiel bei FFN die Morning Show hat an Moderatorin. Ich weiß nicht, wir haben da ja damals, als du zur Schule gegangen bist und ich dich ab und zu gefahren habe, da hatten wir so die ersten mitbekommen. Da war es Frankie und war es Lea da? Nee, Lea. Von welchem Sender redest du jetzt? FFN. Mhm. Ja. Für die Leute, die vielleicht diesen Sender genau, nicht hören, also ich finde toll. Sachsen. Da, wie ich denke mal, in jedem Bundesland gibt es irgendwie eine Morningshow so gesehen. Und da gibt's halt einen, der hat jetzt sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert und der hat aber eigentlich immer eine Co-Moderatorin dabei gehabt. Und ja, da die wechselt relativ häufig. Mittlerweile ist ja noch ein zweiter Moderator dabei, der davor eigentlich, da der auch schon war die ganze Zeit. Nur wahrscheinlich haben die sich gedacht, die Dame an unserer Seite wechselt so häufig, da müssen wir Frankie mal jemanden dazu setzen, der auch häufiger da ist, so gesehen, und nicht dauernd wechselt. Ja, im Grunde ist ja in dieser Radiosendung Frankie mit am meisten und Tim Doppel-M Busche. Genau. Und mehr fallen mir da auch gar nicht ein. Also tatsächlich zwei feste Personen, die da schon seit Jahren irgendwie tätig sind, ne? Ja, nö, und deswegen, also Radio ist, glaube ich, wenn man da wirklich hin wollte, könnte man das, glaube ich, gut, aber ich glaube, das ist ein extrem stressiger Job auch. Also, es kommt natürlich immer drauf an, was, zu welcher Uhrzeit man das macht und so weiter, aber gerade so Morning Man, wenn die da irgendwie um 5 Uhr anfangen und dann um 4 Uhr da jeden Morgen hin müssen, ja, das ist schon... Ja, es sind keine angenehmen Arbeitszeiten, aber genauso ist es, wenn du im Einzelhandel arbeitest und... Ja, bis 20 Uhr da schon mal deine Zeit verbringst, ne? Ja, klar. Es geht, da ist man natürlich dafür dann bis später abends unterwegs. Ja, aber deswegen denke ich, dass Radio durchaus, also jetzt nichts Utopisches ist. Also wenn man das machen möchte, findet man da bestimmt die Möglichkeit. Ja, es war halt damals ein Kindheitstraum. Heute muss ich sagen, ja,
versteht man halt schon ein bisschen, was das Ganze organisatorisch auch bedeutet für einen. Und eben auch die Zeiten sieht man ja damals noch gar nicht, wie früh diese Leute überhaupt schon da hocken und anfangen, ihre Show da zu moderieren. Ja, vor allem aber die zur damaligen Zeit auf jeden Fall fand ich das so toll, also richtig spannend. Ja, jetzt also auch kein schlechter Beruf. Also. Ja, ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie direkt vor die Kamera muss oder so. So geil bin ich da drauf auch nicht. Würde ich jetzt auch sagen. Das ist so. Das ist so. Wobei, in der Tat ist es ja richtig. Ich musste ja auch das Unboxing. Gut, das war auch meine GTA Collectors. Aber du willst aber ja sonst auch nie ein Unboxing gezeigt. Machen. Ja, das ist richtig. Ja, theoretisch kaufen wir uns so viele Collectors Editions. Wir könnten natürlich öfter mal ein Unboxing machen, aber meistens wären diese ganzen Editionen ja schon vorher präsentiert, bevor überhaupt das Spiel schon draußen ist. Man sieht nur IGN. Ja, das ist halt, wenn man da nicht Connections hat, beziehungsweise halt zu den Großen gehört, dann... Ja, es ist auch nicht so großartig von Interesse, ne? Nein, das stimmt schon. Welche Bosse fehlen uns jetzt hier eigentlich? Ja, wir müssen jetzt erstmal ganz normal geradeaus lang, weiter. Ja, unten durch. Am Ende müssen wir noch Eskorte machen, damit das geht ja alles flott. Ja. Ich könnte mal größere Taschen gebrauchen. Meine Taschen haben nicht so ein hohes Pensum. In der Tat. Wie, du hattest gerade ab? Ja. Wieso? Weiß ich nicht. Wie viel fehlt dir denn noch? Ach ja, stimmt. Du warst ja einen Ticken vor mir, weil du ja nachgelevelt hast. Ich habe jetzt 179 vom neuen Level, habe ich momentan. Wen haben wir eigentlich gerade in der Instanz? Jetzt habe ich gar nicht wirklich geguckt. Wir haben hier einen Parler drin von... Goren, Kiltorium und M-Case. M-Case? M-Case? Ich sag mal M-Keys oder M-Case. Unkes. Unkes. Der eine hat auch hier so ganz schön, ich guck mal gerade, der hat diese Hörnchen auf dem Kopf. Ach, das, was man sich kaufen kann? Das, was man sich für 12 Euro im Store bei Blizzard erwerben kann, richtig. Ich wusste aber gar nicht, dass es auch solche ganz normalen Lilanen gibt. Ich kenne nur die brennen, also diese Feuerbrennen. Kannst du dieses Feuerbrennen da irgendwie ausstellen? Ich habe mich ehrlich gesagt mit den Dingern so gar nicht beschäftigt. Weil das ist für mich ja pures Geld machen. Jetzt Transmog-Sachen auch noch. Das ist Madness. Oh, jetzt bin ich hier schon ganz aus dem Rhythmus raus, weil der eine, der nimmt so krass Schaden hier, der Paller. Ja, der muss ja halt auch hier sein komisches Aggro-Ding anhaben. Ach, ihr habt hier dieses komische Ding. Der steht ja jetzt hier, ja, ich verglas. Ich hab ja nur einen Hot zum Heilen. Und mal eben. Ja, er ist selbst schuld, wenn er stirbt. Er ist nicht jetzt hier drin. Wobei, immerhin kann er sich selbst heilen. Ich hab jetzt kein Problem, das Aggro hat mein Hot halt genug. Ich würde nur gerne mehr Damage machen. Tja. Der Goren. Ist nicht. Hey, jetzt habe ich endlich auch ab. Yeah. Außer den Lord. Haben wir auch die Quest soweit fertig? Oder musst du noch ein paar Blümchen hier pflücken? Nee. Auch nur noch den Lord. Ja, schön. Ich weiß gerade gar nicht, ob beim Endboss noch eine Quest droppte. Also früher droppte ja, beim Endboss ja noch eine Quest. Ja, wobei man musste doch Quests abgeben und dann wurde man doch dazu berufen, hier so eine Escort mitzumachen. Richtig, das meine ich. Und bei dem, der hat früher eine Quest gedroppt. Das weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Nein, aber um nochmal auf die Berufe, also ich sag mal, ja, Motorsport ist dann ja doch ein bisschen weiter weg als, ja, alles, was wir bis sonst jetzt hatten. Also auch irgendwie in der Bank arbeiten wäre wahrscheinlich relativ leicht zu realisieren gewesen. Ich denke schon, wobei wer möchte schon gerne in einer Bank arbeiten, mal ganz ehrlich. Ja, das ist es. Also ja so einen Traumberuf nenne ich das nicht, obwohl du vielleicht relativ gut verdienst, hast du ja auch deine ganzen Auflagen und darfst die schönen Kunden penetrieren am Telefon. Nein, ich weiß gar nicht, wie oft ich Anrufe von der Sparkasse gekriegt habe. Mit vermögenswirksame Leistung und keine Ahnung und wegen Hausbau und was ist später und was ist mit deiner Zukunft. Ja. Ich hab einmal gesagt, oh, alles klar, okay, ja, dann mache ich einen Termin. Wann denn? Alles gleich, komm hin, bin ich hingegangen. Seit da an lassen sie mich in Ruhe.
Sie haben zwar noch einmal irgendwie mich angeschrieben, ja, leider sind sie nicht erschienen, schade. Vielleicht machen sie zum gegebenen Zeitpunkt nochmal einen neuen Termin. Ja, leck mich. Nee. Aber seit dann habe ich auch schon Ruhe. Nein, was ich am Anfang, das würde ich jetzt auch nicht irgendwie als Traumjob bezeichnen. Das war nur so irgendwie für mich dann relativ früh klar, dass es wahrscheinlich so in die Richtung gehen wird, weil es halt wirklich immer das war, was ich am besten konnte. Also Mathe, jetzt. Gut, auch da kann man natürlich in andere Richtungen gehen als Bank, aber... Mich würde ja interessieren, was die Kids heute so für Traumberufe haben. Ob es immer noch sowas ist wie Tierarzt, Tierärztin. Rapper. Let's Player-Beruf. Gibt's mit Sicherheit mittlerweile, da das mittlerweile so groß im Kommen ist. Ich meine, gerade die Tage haben wir so ein paar Let's Play-Channel durchgeklickt, wie viele relativ junge Menschen da doch vertreten sind. Also ich sag mal so tatsächlich schon im Alter ab 13, 14. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich da einige von träumen, auf jeden Fall das später als Beruf zu machen. Und ich sag mal, es muss dann ja nicht beim Let's Play aufhören. Ich meine, es geht dann ja weiter bis so, ich sag mal, in die Richtung, was halt Giga war und jetzt Game One. Das ist ja noch so ein bisschen die Richtung. Und so, was willst du später mal werden? Oder was willst du machen? Making Quatsch on Television. Nein, aber also ich denke mal, dass da mit Sicherheit einiges kommen wird. Und gerade auch dadurch, dass, ich glaube, mittlerweile Medien in Schulen viel mehr vertreten sind als noch zu unserer Zeit. Ich meine, ich hatte Informatikunterricht. Das war's aber auch. Also, und der Informatikunterricht war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, hey, da habe ich was fürs Leben mitgenommen. Hast du nicht? Nein? Ich hatte irgendwie C++, da könnte ich heute, glaube ich, gar nichts mehr. Und auch so ist da nicht so besonders viel hängen geblieben. Aber ich glaube, das wird... Ich weiß es nicht, wie es zur heutigen Zeit ist. Ich gehe ja nicht mehr zur Schule und kann das nicht so wirklich nachverfolgen. Aber könnte mir durchaus vorstellen, dass das heute anders aussieht. Also jedenfalls würde es in meinen Augen Sinn machen, wenn sie es anders machen würden heute. Ja, das stimmt. Aber ob das dann so ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Na, also mittlerweile wächst man ja mit YouTube und so weiter auch einfach auf. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, wir hatten damals zwar relativ früh einen PC, aber damals gab es noch keine Flatrate ganz am Anfang. Und wenn ich da dann bedenke, ich weiß nicht, auch damals gab es ja, glaube ich, schon YouTube. Aber da musste man für jeden Megabyte, den man verbraucht hat, zahlen. Und wenn ich heute mal am Ende des Tages auf mein Programm gucke und sehe, wie viel Traffic ich verbraucht habe, alleine nur durch YouTube gucken, ja, da hätte man sich zu der damaligen Zeit dumm und dämlich gezahlt. Klar war damals dann die Auflösung noch nicht so groß und die Videos waren entsprechend kleiner, aber auch damals wird es das schon gegeben haben. Aber dementsprechend konnte das auch so noch nicht diese riesige breite Masse ansprechen. Was heute einfach ja ganz anders ist. Wenn man sich anguckt, wie viele Abonnenten die großen Channels haben. Ich meine zum Beispiel, gut, Beatsmeet sind jetzt nicht mal die größten, aber die haben jetzt die 1,5 Millionen geknackt vor 1-2 Wochen. Okay, wenn die Folge hier rauskommt, wahrscheinlich schon 3-4 eher, aber ja. Es geht ziemlich rasant. Was meintest du vorhin, 13.000 Abonnenten schon wieder neu? Richtig, also das müsste jetzt etwa eine Woche her sein, dass die 1,5 Millionen haben und haben seitdem jetzt schon wieder 13.000 dazu. Also wenn man mal groß ist, dann wird man auch immer größer und ich glaube auch nicht, dass diese Entwicklung zurückgehen wird. Also die Entwicklung wird eher noch weitergehen, weil Fernsehen wird immer schlimmer. Also wenn man sich zum Beispiel, ich meine, ich war da nie der größte Fan von zum Beispiel DSDS, aber ich habe mir das durchaus auch mal angeguckt. Wenn man das heute sich anguckt, ja, ich gucke zum Beispiel ganz gerne eigentlich das Casting, weil da einfach so schlechte Sänger zum Teil dabei sind, worüber man dann lachen kann. Und danach habe ich eigentlich es sowieso schon nicht mehr geguckt, weil es eigentlich einfach nur langweilig war. Und wenn man sich heute anguckt, da sind mittlerweile komplett bis zum Ende hin ja nur noch schlechte Sänger.
Oh, DSDS ist auch so ein Thema. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das an einem anderen Tag nochmal diskutieren, weil das ist auf jeden Fall eigentlich nicht der Rede wert. Ich wollte jetzt nicht ewig auf DSDS, aber ich wollte damit einfach so ein bisschen auch nochmal auf den Verfall des Fernsehens eingehen, dass halt Fernsehen immer weiter in den Hintergrund rücken wird und dementsprechend YouTube mit Sicherheit noch für den einen oder anderen ja eine Plattform da bieten wird, womit er sich später sein Geld verdienen kann. Und das muss ja jetzt nicht mal Let's Plays sein. Das können ja alle möglichen Sachen sein. Zum Beispiel ich frag mich, ob, ja? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich frag mich, ob YouTube eventuell irgendwann mal kostenpflichtig werden wird. Wenn es einfach zu drastisch sich verankert auf eine andere Plattform. Was ich ja schon gesehen hatte, was mich auch ein bisschen erschrocken hat, war ja, dass du in den Einstellungen bei YouTube jetzt schon einsehen kannst, dass du für Abos auch zahlen musst. Also, dass das tatsächlich dieses Feature implementiert worden ist. Es ist zwar noch nicht freigeschalten in Deutschland, aber jetzt stell dir mal vor, du bist ein Fan von Gronkh, Pixmeet und Co. und du musst für das Abo tatsächlich zahlen. Also einmalig zahlen. Was ja sicherlich viele auch gerne machen, weil sie denken, sie unterstützen damit ihren Liebling. Aber das ist ja natürlich auch nochmal zusätzlich eine echt fette Einnahmequelle, ne? Also das wäre auf jeden Fall was, wodurch es weniger wird, denke ich, wenn das tatsächlich kommt. Weil dann wäre zum Beispiel, also für so jemanden wie uns wäre das der Tod. Wenn ich überlege, okay, ich müsste für ein Abo zahlen und... Ja. Du musst ja nicht zahlen, aber die Möglichkeit steht dir ja frei, das zu aktivieren. Ach so, so in Richtung monetarisieren der Videos. So in Richtung monetarisieren, richtig. Und es gab schon auch eine Diskussion im Let's Play Forum, ob man bereit wäre zu zahlen für seinen Let's Player. Und da gab es viele, die sich dazu positiv geäußert haben. Ja. Genauso klar, wie viele sagen, monetarisieren macht mir nichts, wenn ich damit meinen Let's Player supporte, ist ja alles fein. Ja, durchaus. Also. Wo ist eigentlich der Palla hier? Wo ist denn der Geren? Geren? Goren? Goren. Goren. Wo ist der Goren? Ja, keine Ahnung. Der Goren, der hat Leben verliert. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der aus der Instanz raus. Ja, der ist irgendwo im Amani-Gebirge. Ich weiß nicht, warum der rausgegangen ist. Er kommt wahrscheinlich gerade auch nicht rein, weil... Vielleicht, weil wir im Kampf waren? Ich weiß es nicht. Ja, der Goren, der möchte nicht mehr. Ja, kann natürlich sein. Vielleicht hat er das hier schon gemacht, oder... Naja, eigentlich ist das hier der Instanzabfluss. Also. Er ist einmal dieser Murloc-Boss hier, ne? Ja. Wie oft es damals auch ein Missverständnis gab. Du bist hier reingegangen und viele haben einfach diese Escort-Quest vergessen. Ja. Oh, du kannst jetzt tatsächlich noch für die letzte Person jemanden inviten lassen. Ach, da ist auch schon jemand. Der, was sind denn das hier für Namen? Die kann ich alle gar nicht aussprechen. Vegazine. Warum nicht? Klingt doch nach einem wundervollen Namen. Ja, dasselbe denken sie wahrscheinlich unter anderem bei meinem Namen auch, aber guck mal, der ist schon wieder rausgegangen. Die Javi. Die Javi ist unterwegs. Die Javi, ja. Javi. Javi bitte, Javi. Anstatt, dass er jetzt den Boss hier mitmacht. Genau, richtig. Und die extra EP für die Beendigung der Instanz mitnimmt. Nein. Ja, es gibt einfach extrem merkwürdige Personen. Der wird sich gedacht haben, nö, angefangene Instanz, nee, mag ich nicht. Ja, kann ja durchaus sein. Und mich stört das auch, wenn man gerade als CD in eine angefangene Instanz kommt, da dauert es ja doch ab und zu länger, bis man reinkommt. Aber, ja, reden wir mal nicht drüber. Hey, ich habe irgendwie... Ha, Lernreiten gehabt. Oh mein Quest Gott! Lernreiten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier drin das abschaffe, je nachdem, wie viel der Boss gleich gibt. Ja, natürlich schaffst du das. Na, 1,5 Balken? Ich glaube nicht. Ja, du bekommst 3000 Chance fürs Abschließen. Alter, was will der eigentlich von mir? Erst stunt er mich, dann viert er mich. Arschloch. Alter, der macht mega viel Schaden. Absolutes Arschloch hier unterwegs. Stirb einfach. Los, stirb. Yay! Oh, den will ich haben, bitte. Ja, wir gucken nochmal gerade in unseren Beutel rein. Da war irgendein Rücken drin, den brauchen wir nicht. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Durch die Instanz haben wir mal ein bisschen längere Folge. Ja.
Und jetzt noch irgendwas Einzigartiges zum Aufheben. Es gibt die Quest also tatsächlich noch. Ja. Aber, ja, das in der nächsten Folge. Dann. Richtig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen. Bis übermorgen. Tschüss.